Was an diesem Abend auf jeden Fall noch fehlt, ja, ich weiß, Geisel, aber Yacht, die kommt ja immer einmal pro Aufnahmesession. Und damit hallo unterseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Zu dritt bei der Parkgasse und hoffentlich rennt da kein Gegner raus. Und schießt mit seinem Alter. Es gab schon lange keinen Rausrenner mehr hinten beim Lieferanteneingang, oder? So kommt es mir zumindest vor. Dann rennen wir raus. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Bäckerei, sauber. Oben. Okay. Alarm, ne? Das wird schwierig. Gibt eigentlich bloß die Luke zum Reingehen? Treppenhäuser nach oben ist immer doof. Oh, Störsender, man haben sie noch. 10 Sekunden bis zum Ach du Kacke, Grabschwarm ist auch noch. Einsatz in 5 Sekunden. Hier findet ihr mich nie. Entschärfer wurde erneut gesichert. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ich hab nichts mehr. Er hat auch nichts mehr. Lass doch die Fenster zu, Ash. Irgendeine Rüstung haben sie noch. Lege Sprengladung. So, Jungs und Mädels, macht mal was. Da aufmachen ist blöd, wie soll man denn auch sicher runterhüpfen können? Grabschwarz unten bei uns an der Treppe. Ich wechsle schnell Magazine! Ach, da ist eh Strom drauf. Das war der Russe, den ich angeschossen habe. Ach, da unten liegt was. Gemeiner Typ. Hinten am gelben Ping ist jemand. Grabschrauß auch noch unterwegs. Was brennt denn der jetzt da auf? Ist der blöd? Jetzt die Grabschwarm kommt. Vor mir ist die Grabschwarm ist vor mir, gelber Ping. Was, Merrick hat mich umgebracht. Der macht aber auch einen Scheiß, warum macht denn der die Wand da auf? Bombenentschärfung eingeleitet, Entschärfer beschützen. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Wahrscheinlich konnte er nicht zielen. Ja, so sah es auch aus. Aber der macht da mit seinem Schweißbrenner auf, wo wir schon längst drin sind. Er wollte nochmal nachsichtig, vorsichtshalber. Aber er hat sich entschuldigt für Team. Bombe, wo ist denn eigentlich? Wo denn? Zweite, okay, auch oben. Ich habe einen T zu viel geschrieben, egal. Nochmal zurück in die Schule. Mist. Da hat man immer um eins Schluss, da kann man früh das Regenbogenspiel spielen. Torset. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Ist ja gar nicht anhieb, was nie kaputt.
Ja, der Blödbrenner. Hast du gesehen, was er da geschrieben hat? Ist auch wahr, da geschrieben ist oder so ähnlich, ne? Da sagst du was, hat er, glaube ich, geschrieben. Ja. Ich habe gar keine Kontakte mehr. Mach mal auf hier. Ja, geht gut. Hast du auch ein Ei damit? Ja, geht nix auf, hab ich schon probiert. Ein ganzes Magazin schon mal reingeballert. Verteidigung entsprechend planen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ja, du hast hier noch gar nichts gesehen. Ich kann nichts aufmachen. Mach doch mal was auf. Mach auf, du. Du hast doch immer Alibi mit Kontaktgranaten. Warum hast du es jetzt nicht? Weil. Ich schreib gar nicht. Ach Mann. Jetzt schreibe ich auch nicht mehr. Ah, kacke Fenster. Jetzt klopft Tokipi die Wand auf, die sie vorhin schon bearbeitet hat. Nee, nicht ganz. Okay. Da ist niemand drin bei der A-Bombe. Böser Bub A-Bombe. Nein. Gut. Kommt eine Treppe hoch. Okay. Hinter dir. Ja. Geh doch da nicht so rum. Kameras. Wir machen den Stacheldraht kaputt. Leute. Zigarettenraum. Haben wir einen Blick in den Zigarettenraum. Ich muss auch reagieren, Alter. Okay, jetzt machen sie nebenan auf, neben dem Zigarettenraum. Oh, der hat viel abgezogen, der Arsch. Kommt jetzt vor, kommt vor. Ist an der Tür. Ja, danke dafür. Oh, hier wackelt's. Wo? Hinter mir. Oh. Ist durch die Wand? Ja, schön gemacht. War markiert durch Alibi. Ah, die zweite Ansage war wertvoll, weil da habe ich nämlich gerade angefangen loszuschießen. Ich habe aber auch Feindscan-Assist bekommen. Kein oder ein? Ich habe noch ein Feindscan-Assist bekommen. Okay. Weil ich ihn vorher noch markiert hatte. Der Hammermann hat verdammt viel abgezogen. Böser Bub. Jetzt nimmt der auch noch Sophia weg. Ich weiß es nicht. Böser Bub. Ja, wieso willst du Sophia? Weil ich Sophia nehmen will wegen des LMGs und überhaupt, ich finde ihre Ankergeschosse super. Tja, ist halt alle paar Wochen halt anders. Mal wird Fuse ganz oft gespielt, dann IQ, dann Sophia, dann Termit, dann mal wieder Bug, dann wieder Echo. Wie sie so alle heißen. Geht doch nicht. Man kann ja nie alle auf einmal spielen, das ist das Blöde an dem Kackspiel. Was? Bei Bäckerei, okay? Bäckerei. Die machen den Kühlraum zu. Lesion haben sie immer noch. Er trifft mit seiner Pistole kaum, bis er trifft. Mods, sie haben sie. Einsatz in 10 oh, Twitch liegt los. Nee, Twitch bewegt noch. Oh, einen halben Meter. Es geht los. 5 Sekunden. 5 Sekunden? Gleich geht's wieder einen Schritt nach vorne. Ich glaube, wir gewinnen so. Das ist ja nicht mit dem Kopf auf die Taste dort eingeschlafen. Mit der Stirn, mit der Nase.
Auf die Taste. Vorsicht, gelber Ping ist schon offen. Gelber Ping, Fenster offen. Ja, er hat auch schon einer durch die Tür geschossen, durch die Garagentür geschossen. Vielleicht willst du oben einen Lufttyp anbringen. An dem Kackfenster. An welchem Fenster hast du? Gelber Ping. Aua, ach, das Fenster. Leute, wann? Hört doch auf! Mein Gott, ey, warum macht ihr denn schon die Fenster da hinten auf, ey? Toll, super! Kann nicht sein, ey. Wo das dein Schärfer jetzt liegt. Kann doch nicht sein. Hat er jetzt aus dem Fenster umgebracht. Na toll. Der Typ geht doch gleich. So eine Scheiße jedes Mal, ey. Die lassen den Schärfer da echt liegen. Lade ein neues Magazin. Falls ich da später rennen will, ist da jetzt schon mal offen und kein Leer mehr. Entschärfer ist jetzt gesichert. Okay. Massiver Zeitverlust. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Stoßwelle. Zu groß die Entfernung. Entschärfer ist jetzt Mist. Gesichert. Warum machst du es denn? Der war fast tot. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Hat mir jetzt vielleicht geholfen, die Schrotflinte besser einzuschätzen auf die Entfernung. 4 Backlängen sind zu viel. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Piu. Dafür, dass wir den Entschärfer ziemlich früh verloren haben und der ziemlich lange ziemlich weit weg lag, ging das ja ziemlich gut aus. Und ich denke, ich hoffe, ich bin jetzt einfach einer Schrotflinten-Reichweiten-Erfahrung reicher. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.